Jo Leute, mein Name ist Tim und ich begrüße euch zu einem neuen Pokémon Schwert und Schild VGC Video. Heute wieder mit einem neuen legendären Pokémon, das sich viele von euch unter der letzten Folge gewünscht haben, nämlich mit Ho-Oh. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal in das erste Match. So, unser Gegner spielt hier in der ersten Runde direkt ein Team, wovor ich persönlich mal extreme Angst habe, nämlich ein Dialga-Team. Okay. Wir haben zwei starke Synergien hier in unserem Team. Einmal Ho-Oh und Lapras zusammen sind eine ziemlich gute Kombination, da Ho-Oh mit Belebekraft immer wieder rauswechseln kann und hinter dem Aurora-Schleier von Lapras halten wir ziemlich viel aus. Außerdem hat das Lapras auch noch hier den Abgesang. Das heißt, im Late-Game könnte das nochmal richtig gut werden. Wir haben aber auch hier Despota und Lectragon zusammen. Despota holt hier den Sandsturm raus und Lectragon wird ja doppelt so schnell im Sandsturm durch seine Fähigkeit. Das sind zwei sehr, sehr gute Kombinationen auf jeden Fall. Fangen wir mit den beiden. Und ich glaube, ich würde noch Lapras in the bag mitnehmen. So, jetzt haben wir leider nicht wirklich viel Zeit gehabt. Aber schauen wir mal, ob wir hier gegen was machen können. Ich finde, Dialga ist immer ein sehr, sehr schwieriges Matchup. Das Typing von dem Pokémon ist einfach unendlich gut. Aber ja, schauen wir mal, wie wir uns hier jetzt gleich schlagen werden. Und falls ihr ein bestimmtes Pokémon habt, das ihr in der nächsten Folge featured haben möchtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche bestmöglich auf eure Vorschläge einzugehen. So, der Gegner beginnt mit Demeteros und mit Dialga. Kein Kapu Kime, was ich eigentlich schon mal ganz gut finde. Natürlich bekomme ich hier den Angriffsdrop durch den Bedroher auf Lectragon. Das ist ein kleines Problem. Zumal ich in Demeteros nicht die allerbesten Switch-Ins habe. Nichtsdestotrotz würde ich das Dialga gerne erstmal schlafen schicken. Und ich denke, wir können an der Stelle einmal mit dem Lectragon Schutzschild drücken. Denn ich glaube nicht, dass er hier mit seinem Demeteros Dynamaxen wird. Ja, ich denke, das ist erstmal das, was wir in dieser Runde machen möchten. Außerdem wurde ja jetzt auch vor kurzem, oder beziehungsweise gestern, wenn das Video hier kommt, die Regeln für die neue Rangkampfserie, Serie 9, bereits angekündigt. Diese beginnt am 1. Mai und in dieser neuen Season werden alle Restricted Legendaries, also diese ganzen Cover-Legenden, wie Dialga, Ho und so weiter, die in dieser Serie erst erlaubt wurden, werden wieder rausgeswitcht. Und machen Platz für gänzlich neue Pokémon, beziehungsweise sie werden einfach wieder gebannt. Wir haben dann wieder das Regelwerk von Serie 7 und dadurch ändert sich am Ende des Tages also nicht allzu viel. So, doofe Sache hier, denn der Gegner geht in sein Kapu Kime. Das bedeutet, ich kann keine Statusveränderung auf den Gegner bekommen. Ich vermute, dass er jetzt, aber er Dynamaxt seinen Demeteros nicht. Er geht einfach aufs Erdbeben. Das ist okay, er kriegt zumindest ein bisschen Schaden auf das Kapu Kime. Problem ist nur, ich wünsche, ich wäre mit der Pilzspore in der Runde auf das Demeteros gegangen. Kapu Kime kann ich damit nicht treffen. Demeteros wiederum könnte ich tatsächlich einschlafen lassen. Dadurch, dass es den Boden nicht berührt, wird es ja nicht vom Nebelfeld getroffen. Deswegen gehen wir in der Runde mal mit Pilzspore auf das Demeteros. Das Problem ist natürlich, ich bin gerade langsamer. Wir könnten einen ganz starken Play machen. Das setzt voraus, dass er hier jetzt nicht auf Schutzschild drückt mit seinem Kapu Kime. Und ich bin dafür, dass wir es machen, weil Kapu Kime ist ein großes Problem. Wir gehen nämlich jetzt raus mit Hutsasa, einen Despota, holen den Sandsturm raus und gehen mit dem Schockschnabel mal direkt in das Kapu Kime. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Zug sich am Ende auszahlt, aber wenn, ich glaube schon, wenn es funktioniert, dann wird es sich auszahlen. Er darf jetzt nur nicht auf das Schutzschild gehen mit dem Kapu Kime. Dann sollten wir in einer ganz guten Situation sein. Er geht doch nicht auf den Schutzschild. Wir sind im Sandsturm schneller als alles, was der Gegner hat und können das Kapu Kime schon mal rausnehmen. Kapu Kime wäre ein bisschen nervig gewesen, auch hier für unser Despota zum Beispiel. Und jetzt geht der Gegner mit Sicherheit nochmal auf das Erdbeben. Das wird natürlich leider sehr viel Schaden machen, da die beiden zwar eine gute Kombination sind, aber leider auch eine vierfache Bodenschwäche haben. Ja, der Schwächenschutz von unserem Despota wird nochmal aktiviert, aber am Ende des Tages werden wir mal sehen, ob wir den noch nutzen können. Wir haben leider schon halt sehr viel Schaden einstecken müssen. Wir können aber jetzt trotzdem noch in unser Hutsaster gehen. Wir haben uns durch Belebekraft nochmal ganz gut hochgeheilt und können dann gleich darauf in der Runde hoffentlich das Demeteros schlafen schicken. Das heißt, wir haben beide in der Runde ein Pokémon verloren. Ich habe das Gefühl, dass mein Lectragon vielleicht noch ein bisschen wichtiger gewesen wäre. Auf der anderen Seite gegen Demeteros und Dialga. Es wäre okay, aber ich schätze nicht das Allerwichtigste von der Welt. Das Ding wiederum ist natürlich, ne, das wird ein Problem, auch dadurch, dass ich jetzt dass die Dialga nicht schlafen schicken kann. Ich würde hier mit Despota einmal auf den Schutzschild gehen und jetzt auf jeden Fall versuchen, das Demeteros einmal schlafen zu schicken. Und danach können wir hoffentlich einmal auf Wutpulver gehen und vielleicht einen Dünner-Erdstoß in das Dialga reinbekommen. Aber ja, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen. Okay, der Gegner Dynamax zieht hier seinen Dialga, vermute ich.
Ja, okay. Und Dynamax Dialga ist natürlich... Es ist gruselig. Und ich vermute, dass er jetzt hier in unseren Hutsasa-Slot geht und mit Erdbeben vielleicht den Schwächenschutz aktiviert. Ich hoffe, dass er nicht auf Despotar geht tatsächlich. Ich glaube, hinterm Schutzschild würden wir einen +2-Stahlangriff von Dialga vermutlich nicht überleben. Auf der anderen Seite... Ah ja, stimmt, Telepathie sorgt dafür, dass er nicht von Erdbeben getroffen werden kann. Das bedeutet, nur wir bekommen den Schaden, also kein Schwächenschutzset. Bedeutet aber auch, dass Dialga greift mit seinem normalen Angriff an. Dann geht auf Hutsasa und das stecken wir weg. Und das ist eigentlich eine ganz gute Situation. Auch wenn es natürlich, ja, muss man sagen, sehr ärgerlich ist, dass wir den Angriffsdrop hier auf das Despotar bekommen. Wir sind also nur noch bei +1 physischem Angriff. Aber wir können das Demeteros jetzt schon mal hier schlafen schicken. Und ich sage es, wie es ist. Demeteros ist echt ein Problem für uns. Jetzt haben wir halt nur die Sache. Ich kann relativ schlecht jetzt immer in Lapras rauswechseln, um Abgesang zu drücken. Ich spiele ja gar keine Bodenattacke auf dem Despotar. Wir haben den Eisstrahl. Und Eisstrahl ist aber grundsätzlich eine gute Sache, weil wir können damit auf jeden Fall das Demeteros rausnehmen. Jetzt ist halt eben die Frage, gehen wir hier auf Wutpulver oder nicht? Aber ich glaube, Wutpulver ist hier tatsächlich unser wichtigster Play, weil ich glaube, dass Hutsasa nicht mehr allzu viel macht. Und ich glaube, ich brauche das Lapras noch relativ dringend in diesem Match. Und ja, da kommt das Wutpulver. Das bedeutet, alle Attacken gehen jetzt auf das Hutsasa. Dialga kann keine Spread Moves benutzen, also Attacken, die beide Gegner treffen. Das Demeteros schläft natürlich eine Runde und er geht hier auf das Dynagewitter in den Hutsasa-Slot und das überleben wir leider nicht, trotz der Resistenz. So, das Elektrofeld ist draußen, ich glaube aber, dass er davon nicht allzu viel profitiert, höchstens wenn wir gleich in Lapras rausgehen. Aber jetzt können wir erstmal das Demeteros wegklatschen mit unserem Eisstrahl bei +2 speziellem Angriff. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Gut, jetzt ist halt die Frage, was ist sein letztes Pokémon? Es geht immer so Schlag auf Schlag. Immer wenn der eine hier ein Pokémon verliert, geht der nächste gleich mit. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, wie es ist, wenn ich jetzt Abgesang drücken würde. Ah, er hat noch das Rotom Heat. Okay, Rotom Heat könnte noch ein kleines Problemchen werden. Ich denke, an der Stelle kann ich mit Despotar relativ unbesorgt einmal auf den Schutzschild gehen. Und ich sollte die Giga-Melodie rausbekommen, weil ich glaube, dass Lapras könnte meine einzige Hoffnung sein, hier in diesem Match nochmal voranzukommen. Abgesang ist halt, ich bin mir gerade unsicher, wie das gezählt wird bei Abgesang. Also, weil wir haben ja nur noch 2 Pokémon, das heißt, alle Pokémon würden nach den 3 Runden besiegt werden. Aber es gewinnt ja der, dessen Pokémon als letztes besiegt wurde. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen einmal hier auf die Giga-Melodie in den Dialga-Slot. Dialgas Dynamax-Runde hört auch gleich auf und dann schauen wir mal, was wir hier gleich so Schönes machen können. Ich finde es ein bisschen schade, dass Despotar schon so viel Schaden bekommen hat. Eigentlich ist dieses Schwächenschutz-Despotar in dem Matchup auch allgemein ziemlich gut unterwegs. Auch gegen das Rotom, weil Gesteins-Pokémon sind allgemein ein großes Problem für Rotom-Heat. Aber dieses Dialga, ne? Dieses Dialga, ein großes Problem. Wie gesagt, ich muss gestehen, ich persönlich finde es gar nicht so schade, wenn in der neuen Season dann die ganzen Pokémon wieder rausrotieren. Beziehungsweise rausrotieren ist eher so der TCG-Begriff, halt gebannt werden. Ich muss gestehen, ich hatte damit nicht das allergrößte Problem. Aber ja, bis dahin müssen wir noch durchhalten. Was ist eure Meinung dazu? Ich habe letztens auch was im Community-Tab dazu gepostet. Findet ihr es gut, dass diese ganzen legendären Pokémon zurzeit noch im Rank-Format erlaubt sind? Macht es euch Spaß, macht es euch keinen Spaß, die zu benutzen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich muss mal ganz kurz gucken, was schneller ist. Despotar oder Lapras? Ich glaube, die sind relativ ähnlich schnell. Okay, Lapras ist deutlich schneller, vergesst mal alles, was ich gesagt habe. Dementsprechend würde ich vielleicht sogar auf die Finsteraura gegen Dialga gehen. Und mit der Dynaflut in den Rotom-Slot. Schauen wir mal, ob das von Erfolg gekrönt ist. Da kommt die Licht. Okay, es ist nicht von Erfolg gekrönt. Ich werde mein Despotar in der Runde leider verlieren. Lichtkanone nimmt es raus. Und ich glaube, an der Stelle wird es relativ schwierig, das Ganze noch rumzureißen. Der Donnerblitz kommt, den werden wir noch überleben. Aber ja, bei der Range wird die nächste Attacke von Dialga uns ziemlich sicher rausnehmen. Zumal auch das Elektrofeld da ist, wenn er gleich die Elektroattacke einsetzt. Wir können Rotom noch besiegen, aber ich fürchte an dem Dialga. Mal schauen. Der Donnerblitz war ja auch nicht vom Elektrofeld geboostet, weil Rotom nicht den Boden berührt. Das ist ja immer so eine Grundvoraussetzung dafür. Jetzt halt die Frage. Ich glaube nicht, dass wir... Nein, mit 62 KP werden wir vermutlich keine Attacke mehr von dem Dialga überleben. Aber wir haben keine andere Wahl. Wir werden es ausprobieren.
so oder so trotzdem ein gutes Match. Schön knackiges Schlag-auf-Schlag-Match. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Auch in der Runde wieder. Despotar wurde besiegt, Rotom wurde besiegt. Niemand nimmt hier ein Pokémon alleine mit. Und ja, wir überleben die Lichtkanone leider nicht mehr. Ärgerlich. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr gutes Match. Aber versuchen wir doch mal im nächsten Match jetzt auch unser Ho-Oh ein bisschen in Szene zu setzen. Los geht's. So, und unser nächster Gegner benutzt ein Koronospa Rattenreiter-Team. Zusammen mit Fuegro, Elfu und allem, bevor es einem immer so graust. Gut, ich schätze aber, dass wir hier mit Ho-Oh tatsächlich ein bisschen was machen können. Allein schon, weil wir auch das Gortrom auf der Gegnerseite sehen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Vor Koronospa habe ich natürlich ein bisschen Angst. Ich schätze auch bald, dass ich da ein bisschen auf meinen Speed angewiesen bin. Also Despotar sowieso eigentlich mega wichtig. Wir brauchen halt irgendein Unlicht-Pokémon oder im besten Fall ein Unlicht-Pokémon, damit wir etwas gegen Koronospa machen können. Deswegen, ich glaube, ich bin bald so weit zu sagen, Despotar und Dracozolt, Lectragon ist hier wieder eine relativ solide Kombination. Wisst ihr was, wir probieren was aus. Wir probieren mit Ho-Oh Lapras aus. Wir haben eh den Lichtlehm auf Lapras. Also versuchen wir mal schnell hier die Screens rauszubekommen, um jedweden Damage-Output des Gegners möglichst zu minimieren. Und dann gucken wir mal, was Ho-Ohs Bulk denn eigentlich so kann. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, wir können Ho-Oh hier gut in Szene setzen und Koronospa auch in Schach halten. Wie gesagt, ein ultra gefährliches Pokémon, aktuell mit eins der besten legendären Pokémon, mit Zacian, Kyogre, Yveltal, würde ich so bald behaupten. Aber gut, schauen wir mal, der Gegner beginnt auf jeden Fall hier mit Elfun und dem Gortrom. Dann haben wir tatsächlich einen relativ guten Lead erwischt. Also Ho-Oh ist hier mega, mega gut, da kann man nichts anderes sagen. Das ist halt die Frage, ich werde hier keinen Rückenwind oder ähnliches verhindern können. Ich denke, so Läuterfeuer kann zu einer 5% Chance daneben gehen. Wir könnten, wenn wir ganz crazy sind, könnten wir auch Ho-Oh Dynamax, aber ich glaube, das lohnt gerade nicht so sehr. Aber wie gesagt, genau für Gortrom ist ja hier auch eigentlich unser Ho-Oh im Team. Und er hat auch eigentlich keine so guten. Gut, klar, er hat Fuegro, was er in das Läuterfeuer reinwerfen kann. Aber sonst, ich glaube sogar bald, dass der Sturzflug hier besser ist. Wir machen damit auch mehr Schaden. Wir gehen mit Sturzflug auf das Gortrom und drücken hier einmal Schutzschild mit Lapras, damit wir nicht von der Grasrusche direkt getroffen werden. Ich glaube, das ist gerade eine ganz gute Runde. So, schauen wir mal, was das Elfun auch macht. Elfun mit seinen zig Support-Möglichkeiten auch immer ganz gruselig. Er geht auf Wechsel dich in unser Ho-Oh-Slot. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Gegen den Fluchtknopf. Und er geht mit Grasrutsche auf Ho-Oh, kann das sein? Das ist ein guter Play vom Gegner. Aber ich muss gestehen, eigentlich finde ich das gerade gar nicht so furchtbar. Wie gesagt, unsere Schutzbrille würde in dem Kampf sowieso nicht viel machen. Und dadurch, dass wir Ho-Oh rauswechseln. Klar, wir können jetzt hier leider nicht direkt irgendwie das Gortrom rausnehmen. Was wir aber sehr gut machen können, ist, wobei, wen von den beiden möchten wir jetzt reinholen? Eigentlich sind beide gerade in keiner. Wobei doch, wir können in Despotar gehen, würde ich sagen. Weil dadurch können wir auch einen potenziellen Fokusgurt vom Elfen kaputt machen, wollte ich sagen, aber wir haben den Fluchtknopf gesehen, vergesst, was ich sagte. Nein, das ist gut, weil wir können unser Lapras dann gleich in Ho-Oh raustauschen und hier quasi nochmal Schutzschild mit Despotar drücken. Also im Grunde ist eigentlich hier nicht viel verloren, außer dass alle jetzt so ein bisschen Chip-Damage bekommen. Der wird vom Gras, fällt wieder weggehalten. Also im Grunde keine allzu spannende Runde. Aber es beruhigt mich ehrlich gesagt zu wissen, dass wir keinen Fokus-Gur auf dem gegnerischen Elfen sehen. Das ist immer so ein bisschen kleine Horrorvorstellung, muss ich gestehen. Die Grasrutsche erwarten würde ich jetzt hier nochmal auf das. Wobei, er müsste sonst halt auch auf das Lapras. Eigentlich müsste er überlegen, ob er jetzt hier auf Lapras geht mit der Grasrutsche oder auf Despotar. Oder wir gehen einfach auch hier auf die doppelte Eisattacke. Ja, machen wir das einfach mal. Kriegen ein bisschen Damage irgendwo drauf, kriegen unsere Screens mit Lapras raus. Und ich glaube, damit sind wir eigentlich gut to go. Ist halt die Frage, wen will er hier mit Gortrom angreifen? Ich hoffe, dass er auf das Lapras geht, weil Dynamax werden wir auf jeden Fall was überleben. Aber der Gegner Dynamaxt auch und wird jetzt hier mit einem Giga-Dynamax Gortrom loslegen. Das ist natürlich ein bisschen gruselig, weil davon werde ich eine Attacke nicht überleben. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass er jetzt hier doch auf das Despotar geht, weil Lapras wird vermutlich langsamer sein als das Gortrom. Und ich denke, wenn er Giga-Dynamax, werden wir keine Grasrutsche überleben können. Hätte ich vielleicht bei meinem ursprünglichen Plan bleiben sollen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist der Switchout in Ho-Oh eigentlich relativ offensichtlich gewesen. Schauen wir mal. Aber ich hätte an der Stelle gerne mein Dynamax noch nicht so verbraten. Aber schauen wir jetzt erstmal, auf wen der Gegner geht.
so oder so denke ich, dass wir hier eigentlich irgendwo sollten wir Damage drauf bekommen. Ja klar, ihr geht auf den Rückenwind. Rückenwind, Giga Dynamics, Gortrom sieht man auch hier und da immer wieder mal sehr gefährlich. Und da kommt das Giga-Getrommel auf das Lapras und das, ja. Überleben wir? Wow. Wow. Lapras, du bist großartig. Ich werde Lapras aus Farmplay setzen und nicht Ho-Oh. Lapras hat es einfach verdient. Wow. Ich bin begeistert. Das ist... Und wir kriegen noch den Volltreffer auf Gortrom. Okay. Wenn sich hier gerade ein Pokémon ins Zeug legt, dann ist es Lapras. Ich denke, das können wir mit Fug und Recht behaupten. So, jetzt kriegen wir noch den Eisstrahl, das Elfhuhn. Das ist leider kein Stab. Das bedeutet, wir werden das Elfhuhn vermutlich nicht besiegen können. Leider nicht. Aber hey, es ist in Ordnung. Ich frage mich, ob der Sandsturm unser... Ich glaube nicht, dass der Sandsturm unser Lapras jetzt schon rausnimmt. Mit 2 KP. Mit 2 KP stehen wir noch hier. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ist definitiv in Ordnung. Lapras hier jetzt auch nochmal rauszuwechseln, macht auch nur bedingt Sinn, muss man leider gestehen. Wir könnten hier einmal auf den Double Protect gehen. Wir könnten aber auch Despotar eigentlich direkt raus in unser Ho-Oh wechseln. Ho-Oh hat auch noch das Schutzschild. Jedes unserer Pokémon hat Schutzschild übrigens. Ich denke, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich würde daher Despotar erstmal rauswechseln. Vielleicht können wir den Schwächenschutz nochmal irgendwann in diesem Match benutzen. Gehen ja einmal auf den Dynawei. Und ja, ich fürchte, Lapras wird an der Stelle auch nur noch so ein bisschen ein Roadblock für den Gegner sein, damit wir seinen Dynamax-Zug outstallen können. Ja, aber Ho-Oh wird jetzt hier erstmal eine gute Zeit haben und wird auf gar keinen Fall von irgendetwas jetzt hier besiegt werden können hinter dem Aurora-Schleier. Denn genau das ist diese Kombo, die ich am Anfang bereits angesprochen hatte. Und ja, das ist auch noch resistiert. Das hat 12 KP Schaden gemacht. Es hat uns quasi geheilt. Oh, und er hat das Ho-Oh angegriffen. Oh, ich wünschte, ich wäre mit Lapras hier nochmal in die Offensive gegangen. Aber gut, es ist, wie es ist. So, wir können jetzt... Wobei, wir müssen eigentlich nicht mal... Wir müssen nicht mal hier auf die Verteidigung gehen. Wir können im Grunde einfach angreifen. Und vor dem Gortrom habe ich relativ wenig Angst, muss ich gestehen. Deswegen, ich glaube, ich würde hier mit Ho-Oh sogar für den Angriff auf das Elfhuhn gehen. Ja, und ich denke, wir können einfach auf Sturzflug gehen. Wie gesagt, Recall Damage könnten wir nochmal wegheilen, indem wir rauswechseln. Deswegen... Ich sehe da nicht so das allergrößte Problem. So, wir gehen jetzt hier in den Gortrom-Slot mit Giga-Melody. Ich glaube, Giga-Melody wird nicht killen. Das vorhin war ja ein Volltreffer. Hätte also vielleicht auch das Ziel vertauschen können, dass ich auf Elfu mit Lapras gehe und mit Ho-Oh auf Gortrom. Aber ja, okay. Wir schauen mal. Ho-Oh ist übrigens eins meiner absoluten Lieblingslegendären Pokémon, muss ich gestehen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir es heute benutzen können. Und ich habe mich sehr auf diese Episode gefreut. Was ist euer Lieblingslegendäres Pokémon? Welches benutzt ihr aktuell am liebsten in der aktuellen Season? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Habe ich diese Frage schon mal gestellt? Ich hoffe nicht, aber sie ist so offensichtlich. So, und der Gegner wechselt hier sein Gortrom raus. Das ist in Ordnung. Dann bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass ich doch auf das Elfen gegangen bin. Und dann geht raus in das Fuegro. Das ist okay. Ich würde sagen, das ist okay. Wir kriegen leider den Angriffsjob auf Ho-Oh, was natürlich ein kleines Problem ist, weil wir physisch angreifen. Und wir verlieren jetzt hier unser Lapras. Aber der Gegner wird auch gleich sein Elfhuhn verlieren. Immerhin etwas. Aber Fuego wird tatsächlich, fürchte ich, noch ein kleines Problemchen werden. Einfach weil Bedroher für den Rest unseres Teams wirklich potenziell gefährlich ist. Dadurch, dass wir halt nur noch physische Attacker haben. Aber okay, er hat Fuego und er hat Gortrom. Beides Pokémon, von denen ich behaupten würde, dass sie nicht so die allerbesten Karten hätten, wenn es ins 1v1 gegen Ho-Oh geht. Und vermutlich ist das letzte Pokémon noch Koronospa in der Rappenreiterform. Ich würde sagen, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, ich würde an der Stelle jetzt ganz gerne in unser Electragon gehen. Wir können ja theoretisch auf Erdbeben gehen, da wir ja mit Ho-Oh einen Flugtypen haben. Wir sind doppelt so schnell im Sandsturm. Wir kriegen keinen Attack-Drop, weil wir nicht vom Bedroher getroffen wurden. Aber ich denke, Electragon ist hier gerade ziemlich gut unterwegs. Und ich möchte mit Despotar auch noch fit halten. Ja, für den Fall, dass genau dieses Ding gleich nochmal auftaucht. Deswegen, wir gehen hier raus in unser Dracozolt. Ich würde sagen, wir können Ho-Oh auf jeden Fall hier einmal rauswechseln in Despotar. Der sollte, glaube ich, auch die Geistattacke von dem Koronospa ganz gut abfangen. Und ich würde hier einmal auf den Schutzschild gehen mit Electragon. Es ist ja gut zu wissen, dass keiner mehr Dynamaxen kann. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen um irgendwie Dynamax, Koronospa oder sonst was. Aber Astralfragment ist natürlich eine nervige Attacke. Da die, genau wie die andere Signature-Attacke von Koronospa in der Eisform auf beide Gegner geht. Aber ja, wir gehen raus in unser Despotar. Hier aktiviert sich auch die versteckte Fähigkeit von Ho-Oh, Belebekraft. Wir heilen 30% durch unseren Switch-Out. Das bedeutet, wenn Ho-Oh wieder reinkommt, sollte es nahezu fit sein. So, da kommt der Mogelhieb, ja, wie erwartet, auf den Electragon-Slot.
Das war also hier durchaus ein wichtiger Schutzschild. Ich weiß nicht, ob der, wie lange der Sandsturm hier nach noch hält. Wenn der Sandsturm gleich auslaufen sollte, haben wir natürlich ein kleines Problem. Und Despota isst diese Astralfragmente einfach auf. Ah, der Sandsturm hört nur leider auf. Das ist ein minimales Problem, würde ich behaupten. Aber der Rückenwind hört auch auf. Okay, okay. Das Grasfeld verschwindet auch alles. Wir haben wieder ein Vanillafeld. So, wir müssen auf jeden Fall hier mit Finsteraura in den Koronospa-Slot gehen. Ich überlege gerade nur, ob es Sinn macht, vielleicht den Ho-Oh zu wechseln und sich Electragon nochmal aufzusparen. Weil ich fürchte, sonst würden wir Electragon hier doch wahrscheinlich verlieren. Also Electragon ist schneller als Fuego, aber halt nicht schneller als das Koronospa. Wie gut ist die Spezialverteidigung von Ho-Oh an der Stelle? Will ich mal ganz kurz reinschauen. 177 ist halt, ja, das ist halt schon ziemlich solide. Ich schätze, wir können hier einmal den Switch-Out in Ho-Oh wagen. Weil ich will mein Koronospa, Lectagon nicht einfach so wegwerfen. Das könnte eigentlich noch ganz gut werden. Vielleicht geht auch hier auf die Abgangstirade mit dem Fuego. Ja, aber Ho-Oh kommt rein, ist natürlich wieder voll geheilt. Alles in Ordnung. Wahrscheinlich hätten unsere Astralfragmente doch nicht gekillt, weil wir noch den Aurora-Schleier haben. Den habe ich ganz außer Acht gelassen. Ja, dementsprechend macht es halt auch auf Ho-Oh einfach keinen Schaden. Er spielt Nahkampf auf Fuego. Oh mein Gott. Und wie uns hier der Aurora-Schleier von Lapras gerettet hat. Dadurch kommt diese vierfach effektive Attacke bei 3 KP überleben. Nahkampf Fuego habe ich noch nicht gesehen. Habe ich wirklich noch nicht gesehen. Ich sag's aber immer wieder, Fuego, was Fuego halt auch so gefährlich macht, man kann so viele Sachen daraus spielen. Es ist halt wirklich, wirklich wahnsinnig. So, er hält leider durch den Fokus gut noch durch. Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich hier jetzt versuche, mein Despotar zu saven. Ich meine, ich kann auf Schutzschild gehen. Ich glaube, es ist okay, wenn ich auf Schutzschild gehe. Ich verliere dadurch eigentlich nichts. Wobei, eigentlich ist Steinhage hier der beste Play. Weil Despotar macht nicht mehr so viel in dem Match. Deswegen, das können wir einmal machen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier das gegnerische Koronospa auf jeden Fall jetzt rausnehmen. Wir werden wahrscheinlich einfach auf Astralfragmente gehen. Aber gut, dann sei es so. Ho-Oh wird auf jeden Fall hier nochmal alles ganz gut abfangen. Und wenn das Koronospa raus ist, können wir mit Electragon, glaube ich, sogar, haben wir sogar eine gute Chance, das hier zu gewinnen. Hier macht sich auch der Lichtlehm auf dem Lapras bezahlt, denn sonst wäre der Aurora-Schleier mittlerweile abgelaufen. Aber so, ja, sieht man es einfach, ne? Lapras und Ho-Oh zusammen, das ist einfach eine Kombination. Ho-Oh hinterm Aurora-Schleier rauszunehmen, ist bald ein Ding der Unmöglichkeit. So, jetzt kommen wir aber jetzt zum Angriff mit Ho-Oh und können das Koronospa rausnehmen, was super wichtig ist, denn, ja, jetzt hat er nur noch Gortraum und ich habe es ja am Anfang des Kampfes schon gesagt, ich denke, dass Ho-Oh eine gute Chance hat, gegen Gortrom und Fuego zu gewinnen. Aber hier jetzt die Abgangstirade vom Gegner ist super stark. Und die wird ein Problem. Und zwar wird die ein Problem, weil er jetzt auch den Bedroher nochmal rausbekommt. Das bedeutet, mein Ho-Oh wird bei minus 2 Angriff sein, wenn es wieder reinkommt. Das ist natürlich eine ungünstige Situation. Ja, jetzt kommt erstmal Gortrom wieder raus. Und natürlich das Fuego. Aber bekommt er auch den Bedroher auf meinen Electragon? Frage ich mich gerade. Da bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube aber schon, weil wir jetzt... Ja, wir müssen jetzt nämlich gleichzeitig unser Pokémon reinwechseln, ne? Ja, okay. Das können wir dann wohl nicht verhindern. Oder? So, Fuego kommt rein. Es glitzert, es ist shiny, es ist wundervoll. Ja, und er bekommt den Bedroher drauf. Das war eine merkwürdige Runde. Okay, das ist natürlich ein Problem. Was wir hier aber sehr gut machen können einmal ist, wir können einmal auf den Doppelschutzschild gehen. Falls er jetzt hier mit irgendwas auf Mogelieb geht, mit Fuego sehr wahrscheinlich. Wir verlieren nichts dadurch. Wir gehen einfach zweimal hier auf Schutzschild. Danach könnten wir mit Ho-Oh einmal Genesung einsetzen. Ich denke, das wäre gar nicht mal so unwichtig. Damit wir einfach unsere Recovery... Ich glaube, in der Runde hört auch der Aurora-Schleier auf. Das ist halt ein bisschen schade. Erdbeben lohnt sich leider nur bedingt, da es durchs Grasfeld auch abgeschwächt wird. Deswegen, wir gehen gleich einfach hoffentlich mit Electragon mit dem Schockschnabel in den Fuego-Slot. Ich schätze, das ist das, was wir tun müssen. Weil, wenn wir Fuego rausnehmen, kann Ho auf jeden Fall gegen Gortrom gewinnen. Das ist halt so die Sache. So, jetzt hoffe ich, dass er nicht irgendwelche merkwürdigen Setup-Attacken fährt. Ich meine, wenn er schon Nahkampf auf Fuego spielt, dass wir da jetzt hoffentlich nichts befürchten müssen. Das wird ziemlich super. So, da kommt der Mogelhieb und zusätzlich noch ein Mogelhieb, ja, Doppel-Mogelhieb, kann man spielen auf jeden Fall, habe ich so ein bisschen befürchtet an der Stelle, deswegen ja, mit dem Schutzschild konnten wir eigentlich nichts verkehrt machen. So,
Das bedeutet, er hat keine Priorität, also er hat schon noch Priorität mit Grasrutsche. Die wird unser Lectragon aber nicht killen. Leider, wie gesagt, haben wir halt den Angriffsjob auf Lectragon, so deswegen gehen wir einmal mit Schockschnabel auf Fuego und versuchen uns hier mit unserem Ho-Oh einmal hochzuheilen. Leider können wir nicht mehr rauswechseln und so die Heilung von Belebekraft in Anspruch nehmen. Hat uns in dem Match auf jeden Fall schon gut vorangebracht, aber ja, öfter können wir es nicht benutzen. Ich denke, dass das Late Game hier sich ziemlich ziehen könnte, denn ja, wie gesagt, Fuego und Gortraum haben echt Probleme mit Ho-Oh. Ich habe am Anfang ja gesagt, Ho-Oh könnte ein ziemlicher Nischenpick in dieser Season werden, aber ich glaube, Ho-Oh ist etwas, was sich gerade immer mehr durchsetzt tatsächlich. Weil es halt auch, also Feuerflug ist zwar, klar, eine vierfache Gesteinsschwäche und so weiter, aber ja, man sieht hier, es gibt durchaus Situationen, gerade auch gegen Sachen wie Gortraum oder auch Katagami, wäre auch so ein Matchup, was ja auch super gerne gespielt wird, wo es sich sehr, sehr bezahlt macht, dieses Pokémon zu spielen. Und ja, wir kriegen sehr guten Schaden auf das Fuego, aktivieren natürlich unglücklicherweise die Beere. Jetzt ist die Frage, ich glaube, er geht auf Pferdestärke mit dem Gortraum, um unser Lectragon rauszunehmen. Das wäre auf jeden Fall hier der beste Play. Wir sind schneller mit Ho-Oh als beide Gegner-Pokémon. Das ist auch sehr gut zu wissen. Ja, er geht auf die Pferdestärke und das wird... Ah, es nimmt unser Dracozord noch nicht ganz raus. Der Flammenblitz kommt hinterher. Überleben wir den auch noch? Das wird ziemlich großartig. Den überleben wir auch noch. Wundervoll. Das Problem ist natürlich, er kann jetzt hier an der Stelle auf Grasrutsche gehen. Ehrlich gesagt möchte ich in der Runde... Sturzzug wäre wahrscheinlich besser, aber ich möchte in der Runde ehrlich gesagt mal auf Läuterfeuer gehen, einfach weil es war mal Ho-Ohs Signature-Move und ich möchte die Animation sehen. Oh, der Aurora-Schleier war noch da, deswegen haben wir es überlebt, okay. Wobei der beste Play wäre eigentlich jetzt hier mit Lectragon zu Schutzschilden. Da gehen wir mit Läuterfeuer einfach mal in Gortraum. Ich hoffe jetzt einfach, dass nicht die 5% eintreten, das wäre ein bisschen ärgerlich. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Sturzzug wäre der bessere Play, muss ich an der Stelle dazu sagen. Aber wir versuchen es einfach mal. So, Grasrutsche kommt, perfekt. So sollte es sein. Und Ho-Oh setzt das Läuterfeuer ein. Und wir können das Gortraum leider nicht ganz rausnehmen. Kriegen wir die Verbrennung? Auch nicht. Ärgerlich. Ja, unser Ho-Oh wird halt immer schwächer. Jetzt ist mir noch zwischendurch tatsächlich der Pro-Controller ausgegangen, weil die Batterie leer war. Deswegen muss ich jetzt hier mit meinen Joy-Cons weiterspielen. Gut, wir werden Dracozord leider in der Runde verlieren. So viel steht fest. Wir können es nochmal... Wobei im Grunde ist der beste Play, einfach auf den Double Protect zu gehen mit Dracozold. Und ja, wir versuchen mit Sturzflug hier das Gortraum rauszunehmen. Wenn wir jetzt den Schutzschild durchbekämen, wäre es großartig. Ansonsten verlieren wir unser Lectragon jetzt sowieso. Und wir kriegen den Schutzschild durch, ne? Weil die das nicht wissen, Schutzschild, die Chance, dass Schutzschild funktioniert, halbiert sich ja jedes Mal, wenn man die Attacke nacheinander einsetzt. Also am Anfang funktioniert sie ja hundertprozentig. Wenn man danach nochmal Schutzschild direkt einsetzt, 50% und so weiter und so fort. Das war also jetzt hier eine 50-50, ob das funktioniert. Aber es war unser bester Zug in der Situation, weil sonst wäre Lectragon sowieso down gegangen. Also alles perfekt gelaufen. Und er ist sogar mit Flammenblitz auf Lectragon gegangen, weil er dachte, das Lectragon wird sowieso besiegt. Ja, und damit gehen wir ins 2v1 und das ist richtig gut. Ich denke, dass, also Ho-Oh hätte das vermutlich auch so gewonnen gegen Fuego in der langen Sicht, einfach weil wir auch eine Recovery-Option haben mit Genesung. Aber ich denke, dass wir das Ganze hier dann so ein bisschen beschleunigen können, ist schon eine ganz gute Sache. So, vielleicht geht der Gegner jetzt auch auf, ich könnte es mir vorstellen. Wir gehen einmal auf Erdbeben und wir gehen auf Sturzflug in den Fuego-Slot. Und ich denke, das sollte dann das Spiel sein. Ja, der Kampf wurde aufgegeben, wundervoll. Und noch wundervoller ist, dass wir Ho-Oh hier richtig gut in Szene setzen konnten, Leute. Das war's heute mit diesem Ho-Oh-Team. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Pokémon ihr bei der nächsten Folge sehen möchtet. Und ich freue mich dann, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ciao.